Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu unserem nächsten Part von Frontschweine, beziehungsweise dem Let's Play Together von Frontschweine. Und ich hoffe diesmal, dass die Mutter endlich mal nicht stört. Weil im Moment ist sie die absolute Rekordhalterin, was störende Parts angeht. Also, sie weiß ich nicht. Also, wahrscheinlich schneidet das irgendjemand nachher noch zusammen und lädt das dann hoch. Die Mutter, die immer stört. Ja, oder irgendwie sowas. Sein. Ich weiß es nicht. Nachher wird sie noch ein YouTube-Star. Nee, das können wir nicht zulassen. Oh, jetzt hab ich fast ins Wasser gefallen vor Lachen. Oh, das wär's, ey. Alter. Meine Mutter, der YouTube-Star, der sich aber nie zeigen ließ, ne? Immer nur zu hören ist. Richtig. Immer dieser Quotenauftritt von ihr. Ja, echt, genau. Eine Quote für Mütter. Ey, deine Mutter, ne? Oh, hier sind das zwei auf einmal, wie schön. Wir haben noch beide ziemlich viel, aber... Also, liebe Leute, wir haben nicht weiter gespielt. Wir haben nur kurz einen kleinen Cut gemacht und machen jetzt auch direkt weiter mit der Schlacht hier. Oh, und das war zu viel... Ah, doch noch geklappt. Haha. Und ich hoffe, dass sie... Ja, genau. Ich hoffe, dass sie sich diesmal nicht einmischt, weil sonst kriege ich langsam echt zu viel. Meine Mutter hat dafür ein großes Talent. Meine Eltern auch, deswegen habe ich mir auch schon extra dieses Schild gekauft, dass ich dann immer vor der Aufnahme aufhänge, so bitte nicht stören, ich nehme auf. Das ist bei mir aber auch so, wenn ich am Aufnehmen bin, dann höre ich ganz oft noch durch den Kopfhörer hindurch, wie die Tür aufgeht. Und dann bleibt sie auch erst einen Moment im Zimmer stehen, guckt anscheinend dann um die Ecke, ne? Und dann geht sie erst wieder raus. Deswegen habe ich auch schon beschlossen beim nächsten Mal, liebe Leute, wenn ich wieder bei der lieben Wempi bin, dass ich ihr dann ein Schild mitbringe mit bitte nicht stören. Weil es kann nicht sein, dass sie jedes Mal in der Aufnahme hier reingeschissen kommt. Naja, wenn es nur darum geht, könnte ich ja auch einen Zettel schreiben und mit Tesafilm an die Wand machen. An die Tür machen, besser gesagt. Ja. Ich glaube, selbst das wird nicht reichen. Naja. Das habe ich auch eine Zeit lang mit meinen Eltern gemacht. Was haben sie gemacht? Die haben den Zettel einfach weggeworfen, sind trotzdem reingekommen. Das kenne ich schon. Echt? Ja. Oh Gott. Deswegen sollte man trotzdem dann einfach mal so ein Schild holen. Ich sag meiner Mutter meistens halt Bescheid, so von wegen, so, ja bitte nicht stören, weil ich will jetzt aufnehmen. Dann hält sie sich meistens auch dran, aber naja. Lass meinen Sunny, du Arsch. Nicht explodieren, bitte. Danke. Glück gehabt. Hat ihn nur einer reingehauen. Ja, aber warum? Mein armer Sunny hat doch nichts verbrochen. Na doch, ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, du hast zwei Leute von ihm geschädigt. Also, wenn man das nichts nennt, also, nee. Nee, ist doch nichts. Hallo, wer macht das nicht? Ja, Gärtchen, ne? Wer macht das denn nicht, lieber Flo und Schweine? Ne? Jo, hab ich mir eben meinen Akzent gewechselt. Bleib lieber bei deinem oldenburgerischen Akzent. Sprechen schwierig. Sprechen schwierig, ja. Es fehlt nur noch ein Krankenhaus, das hier vorbeifährt. Ja, genau. Nicht Krankenwagen, ja. Nee, bei uns sind es Krankenhäuser, das wissen die Leute. Ja, das wissen die Leute, ja. Es sind Krankenhäuser, die vorbeifahren hier. Ach komm, ich gehe ein bisschen näher. Schadet ja nicht, du wirst eh sterben. Stirb! Ich hab ein bisschen Angst, Leute. Brauchst du nicht zu haben. Du doch nicht. Sie tut nichts, sie will nur spielen. Genau, ich will nur... Oh, eine Kiste, cool. Er wurde zu einer Kiste, als er starb. So kann man es auch ausdrücken. Kannst du meinen Sunny heilen? Der ist, glaube ich, irgendwo in der Nähe. Bin mir aber nicht ganz sicher. Irgendwo in der Nähe, nachher ist er auf der anderen Seite der Karte. Ja, guck's uns mal. Also dann die Richtung ist er ja auf jeden Fall nicht. Das ist schon mal gut, weil da komme ich nämlich nicht hoch. Jo. Er steht ja irgendwo hier so hinter einem Hügel, hier so rechts oder so. Da hinten bei den Zweien oder hier? Hier, siehst du wohl. Mein hat eigentlich mehr Heil. Trotzdem, Dankeschön. Du stehst im Weg, Franzose. Ich könnte jetzt was Böses sagen, aber es würde zu sehr gegen Franzosen gehen, glaube ich. Und ich habe ja nichts an sich gegen Franzosen, deswegen sage ich das jetzt einfach mal nicht. Ja, ich bin so verrückt und ich verwende die nochmal. Hallo? Und noch einer hinterher! Super. Ja. Ich hab die nicht gesehen, das ist das Blöde, man sieht da nichts. Und jetzt weiter, der Akkustrich ist auch schon weg, das ist echt... Puh. Ja, es geht leider ziemlich schnell mit dem Camcorder. Es ist ein bisschen schade, dass er so schnell leer geht. Naja, ich muss dir sagen, die stand hier jetzt auch lange hier so ein bisschen rum. Vielleicht ältest und meine beiden, du Arsch. Vielleicht hätten wir sie einfach gestern nochmal kurz auch anschließen müssen oder sowas, ne? Das ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, liebe Leute, sollten wir nicht weiter aufnehmen können, werden wir euch dann das Ende der Schlacht natürlich mitteilen. Also ich denke mal, vielleicht wird die Beziehungsweise, wir werden so lange auf Pause drücken und es euch zeigen, weil noch haben wir die Zeit.
Weil ich finde es immer doof, dann einfach nur zu sagen, ja, es ging so und so aus oder so. Nee, mache ich nicht. Ihr habt sie gehört. Mhm. Hey, hi. Oh, das ist so süß immer. Sagte sie und schmilzte dahin. Schmolz. Alter, noch so eine. Was denn? Es ist doch nun mal so. Ich hab dich lieb. Hm? Ich dich auch. Ich dich auch. Soll ich das glauben, Leute? Ja. Na gut. Ihr könnt jetzt nicht sehen, was ich gerade mache. Miau. Er ist nicht explodiert. Scheiße. Und auch nicht ertrunken. Das ärgert mich jetzt. Alle, ja, Captain? Hm. Hau dem Franzosen eine rein, er hat's verdient. Er hat mir meinen Kill geklaut. Hm. Immer diese Franzosen. Nein, liebe Franzosen, das ist nicht ernst gemein. Ja. Falls jetzt irgendwelche deutschsprachigen Franzosen zuschauen sollten, nein, ich habe nichts gegen euch. Ihr seid ein super Völkchen. Auf jeden Fall. Darauf war er vorbereitet, er wusste, dass er sterben würde. Schatz, was machst du denn? Ich mach doch gar nichts, hallo, das war deine Schuld. Ja, komm, geh einen Schritt vorwärts. Nur einen Schritt, komm. Nein! Oh Mann! Die Ohren sind voll, nö! Nein! Nein! Scheiße! Ja, ich komm zu dir, genau. Steht ihr beide nebeneinander, geil. Komm, kuscheln. Im Minenfeld, super. Scheinmonig, ey. Im Minenfeld Gruppenkuscheln. Das nennt man eine heiße Leidenschaft. Au, 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 au. Ja, mein Gott. Hätte eh nicht lange überlebt an der Stelle. Jo! Ja, wenigstens stirbt er auch mit. Geil. Alter, drei neue Schweine. Aber zwei französische und einer von deinen, ja. Heftig. So, du hast nur noch irgendwas mit 30, von daher... wirst du sterben. Genau. Mal sehen, ob ich jetzt treffe, weil gestern hatte ich echt diesen Fluch so von wegen, dass ich dann der erste Schuss getroffen habe, manchmal sogar der zweite, aber einer mindestens ging immer daneben. Der Gedanke siegt, bevor der Ruf sich hundert. Ja, ich habe endlich mal getroffen, dreimal hintereinander, so wie es ja, sich du gehört. Hattest aber auch gestern Abend ein paar Mal dreimal getroffen. Durchaus. Boah, ist aber seltener vorgekommen an wie sich. Wie viele Punkte hast du jetzt? 8. Okay. 8, ja, und du hast 10. Du führst auf jeden Fall noch. Ja, knapp. Knapp, aber herzlich. Oder so. So, Krog. Hau sie weg. Krog nimmt seine Position wieder ein. Hallo. Kommst du klar? Nein! Oh, 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 oh. Alter, oh, Leute. Dein Sunny steht im Weg. Mensch. Tut mir leid. Manu. Alter. Mein Sunny ist ein liebes Schwein. Ja, so lieb, dass ich glatt ins Minenfeld geglitten bin. Das hört sich falsch an. Das hört sich so falsch an. Gott. Du wirst bitter bezahlen. Genau. Aber wenigstens bist du ja nicht explodiert, ne? Von daher. Ja, das wär's ja auch gewesen, ey. Das wär's gewesen, ey. Das wär's gewesen, du. Das gewesen, du. Wo das gewesen ist, in Neuss. Gewitter. Vor allen Dingen, das sagt er zu einem deutschen Schwein. Tja, warum auch nicht, ne? Das überlebt hat. Unglaublich, es hat überlebt. Schnapp mir die Kiste nicht weg. Ja, Feuer auf mich ist okay. Oh, gleich damit, yo, und aus der Entfernung. Wo schießt du hin? Ich hab keine Ahnung. Ja, das muss ich auch noch dazu sagen, liebe Leute. Gestern Abend hatte die KI nämlich genau diesen Hang, mit dem Mörser nämlich auch sich selbst gleich mit abzuschießen. Also ich weiß nicht, was die KI da für ein Problem hat, dass sie sich da derart selbst mit abschießt. Ich habe keine Ahnung. Aber gestern hat keiner mit dem Jetpack einen Suizidversuch gebracht, ne? Nee, das stimmt, das nicht. Gott sei Dank. Also die eine Karte, die beim... war das beim zweiten Treffen oder beim ersten? Nee, beim ersten nicht, beim zweiten war das, ne? Ja, beim zweiten. Beim zweiten, wo das so derart
verbuggt war, dass sie regelmäßig da irgendwo gegengeflogen sind. Also, wo ich echt nur so gedacht habe, hallo, wo bin ich hier gelandet? Ist das jetzt hier ein, keine Ahnung was, Camp oder was? Weil beim ersten Treffen hat sie ja Frontschweine noch gar nicht mitgebracht, deswegen. Das kann nur beim zweiten gewesen sein. Ja, es kann nur beim zweiten, ja, stimmt, ja. Und vor allem war es noch diese eine schreckliche Karte, die ja so verbuggt war mit diesem Loch da in der Mitte. Mit ja, den die meinte ich ja. Die meinte ich ja. Ja, mit den vielen Minenfeldern, das war echt, oh, das war so furchtbar. Vor allem in der Mitte, ganz unten, haben sich ja da immer, in dem Loch, das hört sich komisch an, auf jeden Fall haben sich da ja so viele Kisten dann gestaut, dass da irgendwann die KI halt runtergeflogen ist und jede Kiste war ein Jetpack. Und für jede einzelne Kiste, um die einzusammeln, wurde ein Jetpack wieder benutzt. Ja. Habe ich auch nur so gedacht, so, Alter, heute noch. Ja, echt, wir saßen hier so, gleich ist die Zeit abgelaufen, zum Glück, ne, machst du noch was Sinnvolles, Junge? Haben sie auch letztendlich, mehr oder weniger. Ja, aber es hat halt lange gedauert. Ich meine, wenn man so 99 Sekunden, wie wir eingestellt haben, dann können 99 Sekunden schon sehr lange sein. Das stimmt. Wir können froh sein, dass dass das Zeitlimit nicht noch höher geht. Ich dachte, jetzt kommt sie schon wieder rein. Ich dachte es auch. Oh, rette dich, scheiße nicht. Rette dich, scheiße nicht, ja. Interessant. Ich glaube, deine Mutter ist bisher die Rekordhalterin, was störende Parts angeht. Jo. Echt. Ja. Schade drum, aber naja. Er kommt wieder. Und hat eine Kiste hinterlassen. Schon wieder? So, wo lang? Soll ich da hingehen? Oder... Ach, weißt du was, ich bleib hier stehen, mal davon abgesehen. Hehe. Okay, ich kann doch zu euch rüber. Wenn ich Dynamit habe, will ich es ja auch benutzen. Ach hey, du lebst ja auch noch. Wie viel hast denn du? 60, das ist voll. Und du kannst ihn ins Wasser schleudern mit der TNT. Aber ihn hier auch. Wie viel habt ihr denn? Hoffst du jetzt immer darauf, dass du immer geschwächt vorfindest, oder was? Ehrlich gesagt, ja. Na gut, ich entscheide mich für den da hinten. Ja, du musst aber auch noch volle Leute schwächen, bevor du sie killst. Ja, klar. Aber trotzdem, gucken kann ja nicht schaden, ne? Vielleicht hat man ja Glück, deswegen. Oder du staubst wegen welche von meinen ab. Ich werde gemobbt, Leute. Ja, ist klar. Oh, hallo? Ich dachte, der fliegt jetzt genau bis zur Insel rüber, nur um die zu hacken. Hatte ich auch ganz kurz befürchtet, das aber... Das wäre es echt gewesen, bis zur Insel rüber, dann noch so, nee. Aber hey, wir haben Gleichstand. Fragt sich nur, wie lange. Raketenwerfer. Und eine schöne HX-Granate. Eine Splittergranate. Nee, HX. Achso. Ich dachte, es wäre das gleiche oder so. Scheiße. Nice. Hallo, das. Kein gekillt. Aber stark verwundet. Ja. Ja. Ist auch was wert, du? Wie viel denn? Weiß ich nicht, aber irgendwas auf jeden Fall. Super. Oh, nicht auf Minenfeld. Das war knapp. Ich bin ein kleiner Wackeldackel. Ich wackel mit der Kamera. Ich dachte schon, er läuft jetzt in die Minen rein. Kann er gerne machen. Ja, gerade jetzt im Kopf, was mache ich jetzt? Hä? Junge? Ach so. Ja, toll, danke. Kann man auch machen, ja. Ach, die 13 Punkte, die kratzen mich nicht weiter. Brauchst du Hilfe? Nee, du bist voll, ne? Der ist voll, ja. Und was ist mit euch hier? Oh, 112, ja, okay, den brauche ich, den will ich nicht heilen. Krog ist übervoll. Was dagegen, wenn ich dir den abnehme hier? Nein. Ja. Dann schnapp ich mir den hier beim Minenfeld. Genau, den kannst du dir gerne holen. Hallo. Das ist mein Kill. Nein, ich wollte nicht das Messer nehmen. Hallo. Danke. Hallo. Ich bin der Neue. Ich komme jetzt öfter. Schieß doch! Ich würde, dass sich keiner nicht wirklich so anhört. Das sah gerade sehr komisch aus.
Jawohl. Er hat eine Ladung in den Arsch gekriegt. Ja, genau. Und sagte danach Scheiße. Er hat eine Ladung in den Arsch gekriegt und dann wird gesagt Scheiße. Hi. 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 Hm. Hö. Scheiße, hätte ich mich holen so müssen. Juhu. Mit meinem Sunny. Weißt du, also, nee. Das ist doch mal ein Geschütze. Hätten sie es auch sagen können, dass da eine Kiste ist für mich, ne? Musst du auf die Minikarte gucken. Die sind in Form von Herzen repräsentiert. Aber das weißt du doch. Nee. Hab ich dir das nicht schon mal erklärt? Nein, das hattest du mir nicht erklärt. Echt nicht? Aber du Nein. hast es doch ein paar Mal gesehen bei mir. Schön, wie er mit dem Roboter mit der Hand fast einschläft. Nur so. Feige in den Rücken, ey. Scheint ja sehr entspannt zu sein. Ein Revolver in der Hand zu haben. Ist klar. Oh, Vampy hat das natürlich bei mir falsch verstanden, liebe Leute. Es ging mir bei meinem Musikvideo für Bang Bang genauso, wie ich da mit dem Revolver in der Hand stand. Ist klar, war auch total entspannt. Ja, mach mal los, Bagger. Und trifft. Autsch. Alter, wo filmt er denn? Geht doch nicht. Ja. Das ist besser als Disneyland. Ja, Disneyland. Mhm. Ein Klick. So. Mein Sunny ist dran. Kannst du meinen Sunny heilen, der da irgendwo ist? Weil der braucht ein bisschen was, ein paar Streicheleinheiten. Ein paar Streicheleinheiten? Ja. Dankeschön. Oh, oh. Ich glaube, wir sind ruhiger als das letzte Mal, kann das sein? Völlig entspannt sitzen wir hier so gechillt. Ja, komm, Kamera läuft ja, einfach. Wir machen einfach was, ne? Ja, wir filmen einfach mal so nebenbei. Ist ja locker gechillt. Kein Problem. Finde nur die Chips. Ja, die du ja nicht da hast. Ja, hallo, dafür. Ich meine, so viel Schokolade, wie wir noch von Ostern hier hatten. Ja, also hallo. Die inzwischen allesamt vernichtet wurden. Und die Brücke ist kaputt. Die Brücke ist kaputt, die Brücke ist kaputt. Nein, die Tür ist kaputt, die Tür ist kaputt, die Tür ist kaputt, die Tür ist kaputt. Na, von welchem Spiel kommt das, liebe Leute? Schreibt es in die Kommentare. Silent Hill. Ah, Spielverderberin. Das ist doof. Mann, machst alles kaputt. Nicht mal Silent Hill darf ich sagen. Nein. Ich darf nichts sagen hier. Doch. Bam. Ich wollte wissen, ob die Leute das... Alter, der lebt immer noch. Ja. Ja, du wolltest wissen, ob die Leute das auch wissen, ist klar. Ja. Wir wollen es wissen, ob ihr es wisst. Mhm. Ich habe jetzt Angst, wenn ich den mit den Raketenwerfer anschließe, dass ich dabei unsere beiden Sunnys schädige. Die sind sowieso geschädigt, weil sie von uns gespielt werden. Ich bin dankbar, dass du nichts anderes gesagt hast. Was dachtest du denn? Ich weiß es nicht. Ich werde ihn gleich nochmal fragen, wenn die Aufnahme nicht läuft. Vielleicht verrät er es mir dann. Oh, ich habe zumindest meinen geschädigt. Okay, das geht ja noch. Solange ich da nicht schädige. Obwohl du es aber mir sogar noch frei hast, ne? Also von daher wäre das noch nicht mal so schlimm gewesen. Trotzdem versuche ich mich zurückzuhalten dir gegenüber. Oh, zumindest in der Schlacht. Dankeschön. Ja. Oh, erstmal grunzen hier. Oh, ich muss mich kurz mal aufrichten. Oh. 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 Ja, und so kam er, super. Genau so ist es. Alter. Wollen wir, ich meine, das klang ganz wollen wir kurz mal einen Schnitt setzen? Das können wir gleich gerne machen, dass eben noch die KI das machen und dann... Ja, lass uns mal kurz der KI machen. Ja, super getroffen. Wir sind sehr versaut, liebe Leute. Damit müsst ihr einfach leben, finde ich. Ja, mach dem nichts aus, du. Der hat genug. Ja. Drückst du dann bitte einmal kurz Pause?
Okay, liebe Leute, dann werden wir an dieser Stelle wieder mal einen kleinen Cut setzen und wir sehen uns gleich beim nächsten Mal wieder. Also dann, jo, bis dahin. Ciao. Ciao.